Pokémon 151 ist die neueste Erweiterung aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel und ich sag mal so, das ist die komplette Nostalgie-Schiene. Die allerersten 151 Pokémon sind darin zu finden und ich möchte jede einzelne Karte ziehen. Das Masterset ist das große Ziel und deswegen öffnen wir heute das nächste Produkt von Pokémon 151. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy von Giga Labastia, den kleinen bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und ihr Lieben, es ist soweit. Wir können endlich diese Ordnerkollektion öffnen von Pokémon 151. Das ist das aktuellste Set, ist jetzt frisch rausgekommen, genau. Und ich habe ja bereits eine Top-Trainer-Box geöffnet. Falls ihr das Video verpasst haben solltet, checkt das ganz gern mal ab, denn da haben wir natürlich schon sehr genau auf ein paar einzelne Karten mal drauf geschaut und auch unsere ersten Hits gezogen. Ich hoffe aber, dass wir hier mit diesem Set noch ein paar Hits mehr ziehen werden. Ihr habt hier ein sehr großes Paket, wie ich finde. Darin sind 4 Booster-Packs drin. Und auch noch dieser Ordner. Und genau auf den schiel ich ganz besonders. Das Ding heißt ja nicht umsonst Ordnerkollektion. Denn, ich zeige es euch hier auch nochmal, das ist wirklich kein kleiner Ordner, so wie damals bei Celebrations. Da gab es ja in der Katapultra-Edition, in dieser Katapultra-Box, 3 Booster und einen Mini-Ordner. Der war aber qualitativ nicht ganz so toll. Der hier ist jetzt um ein Vielfaches besser, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir schauen ihn uns gleich mal ganz genau an. Und natürlich will ich euch auch noch ganz kurz zeigen, was hier auf der Rückseite draufsteht. Eigentlich wird nur der Ordner erklärt. Ihr habt 360 Karten Platz hier und könnt ihn hier, glaube ich, an der Seite ein bisschen öffnen. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein bisschen schwieriger. Schönes Design auf jeden Fall für die Packung. Jede Menge Plastik leider, aber gut, das lässt sich nicht vermeiden. Und jetzt müssen wir versuchen, das Ding vorsichtig rauszubekommen. So, guck doch mal, da ist er. Das hier, das brauchen wir nicht. So, 4 Booster, die packen wir natürlich heute noch aus, gar keine Frage. Und dieser schöne Ordner hier, der kommt mit diesem Einband daher, dieser Gummilasche. Könnt ihr hier einfach so rausnehmen und dann öffnet ihr das gute Stück und ihr seht, aha, ihr habt hier 9 Fächer pro Seite in diesem edlen Schwarz, das persönlich mag ich ja sehr. Und habt eben Platz für 360 Karten und damit passt theoretisch auch das Masterset von 151 hier einmal komplett rein. Ihr habt sogar noch mehr Platz für ein paar mehr Hits oder 9er Seiten voll mit euren Lieblings-Chase-Karten. Fühlt sich recht hochwertig an, man muss aber bei den Dingern dazu sagen, sie sind recht leicht, ja, wabbelig auch hier so ein bisschen, ihr seht das vielleicht. Das Design ist toll, der Druck, der stimmt, gar keine Frage, ist auf Englisch gedruckt übrigens. Und natürlich habe ich euch auch ein bisschen was zum Vergleichen mal mitgebracht, für diejenigen, die sagen, ey, das interessiert mich. Es gab nämlich bei dem 25-jährigen Jubiläum auch so einen ähnlichen Ordner. Der ist jetzt hier bei mir ein bisschen schwerer, weil natürlich hier auch schon ein paar Karten drin sind. Hier könnt ihr sehen, da ist hier das sind meine Celebrations und meine Pokémon Go Karten drin. Das passt also alles einwandfrei hier einmal rein. Ich habe das Gefühl, die Seiten sind ein bisschen schmaler, aber ich glaube, das täuscht jetzt einfach nur. Das Problem bei den Dingern ist, wie gesagt, sie haben leider keinen Reißverschluss. Da gibt es auch einen Ordner, zeige ich euch gleich. Und hier sind auch immer ganz schnell ein paar Spuren dran. Und umso öfter ihr den benutzt, desto mehr Gebrauchsspuren seht ihr bei dieser Art von Ordner leider. Ist von Ultra Pro auch vertrieben hier das Ganze, dem offiziellen Merchandise-Partner auch von Pokémon. Macht aber optisch auf jeden Fall was her. Und deswegen mag ich dieses Produkt auch sehr und kann das jedem empfehlen, weil hier natürlich das Ganze optisch angelegt ist auf diese Erweiterung. Das heißt, es ist eigentlich perfekt dafür geeignet, um ein Masterset zu sammeln. Viel besser wäre aber so ein Ordner hier gewesen, denn der hat einen Reißverschluss. Das heißt, hier kommt wirklich gar kein Staub rein. Das finde ich viel, viel besser. Wirkt auch edler und hochwertiger von der Fläche her. Hier einmal mit Pikachu. Der ist auch von Ultra Pro. Also auch hier alles offiziell. Und von daher hätte mir das besser gefallen, aber die sind auch teurer, das muss man dazu sagen. Das Produkt hier kostet, glaube ich, lasst mich mal lügen, so um die 32 Euro, glaube ich, oder 34 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Ihr kriegt den aber auch hier und da ein bisschen günstiger. Ich habe meinen, das muss ich an dieser Stelle sagen, gesponsert bekommen. Und an dieser Stelle Grüße gehen raus an die Card Buddies. Die Card Buddies haben einen TCG-Laden in Hanau, aber auch einen Online-Shop. Und die haben mich hier mal wieder versorgt mit einem Produkt, passend zum Start.
Start von 151, nämlich dieser Ordnerkollektion. Also vielen, vielen Dank, ist hier also einmal für mich gratis zugeliefert worden, zum Behalten, zum Testen, zum Ausprobieren. Und die Card-Buddies haben sich gedacht, Mensch, schicken wir doch nicht nur den Giga-Greevy so einen Ordner, sondern auch euch. Ihr habt die Chance, hier so eine Ordnerkollektion zu gewinnen, mit dem Ordner und den Booster-Packs komplett niegelnagelneu verpackt. Was müsst ihr dafür tun, ist die Frage. Also ihr müsst mindestens 14 Jahre alt sein. Dann bräuchtet ihr natürlich auch das Einverständnis eurer Eltern, wenn ihr noch minderjährig seid. Ansonsten geht das Gewinnspiel 2 Wochen lang. Ihr findet die Infos auch nochmal in der Videobeschreibung. Und natürlich, ihr müsst ein bisschen was dafür tun, ja. Ein Abo zum Beispiel wäre nicht schlecht. Und auch ein Kommentar, der wäre schon gut. Schreibt mal bitte in die Kommentare, warum ihr dieses Set gerne hättet, was ihr mit dem Ordner macht, ob das zum Tauschen ist oder fürs Master Set und welche Karte ihr gerne aus 151 ziehen wollen würdet, und per Zufallsgenerator wird dann einer dieser Kommentare gezogen. Ansonsten bräuchtet ihr eine E-Mail-Adresse, Instagram, Twitter, Discord, dass ich euch erreichen kann bezüglich der Adresse. Das Ganze natürlich DSGVO-konform, ist ja ganz klar. Und wie gesagt, alles Weitere findet ihr auch in der Videobeschreibung. Dankeschön auf jeden Fall an die Card Buddies, dass sie euch auch hier dran teilhaben lassen an 151. Und nachdem ich euch jetzt den Ordner gezeigt habe und was er kostet und ob sich das lohnt, wollen wir natürlich auch mal auf die Booster schauen. Vielleicht sollte man eins dazu sagen, ihr kriegt hier in Anführungszeichen nur 4 Booster. Aber wenn man mal den Boosterpreis von 5 Euro nimmt, dann kostet das ja schon 20 Euro. Und für 10, 12, 15 Euro mehr kriegt ihr noch diesen Ordner. Und ich finde, das ist dann wiederum ein richtig toller Preis. Ob man jetzt mehrere Sets davon kaufen sollte, das muss jeder für sich selber wissen. Wenn er den Ordner so schön findet, dass er sagt, das kann ich auch für Tauschkarten nehmen oder so, dann greift hier sehr gerne zu, denn das ist eine günstige Möglichkeit, um an einen echt schönen und stabilen Ordner zu kommen. Und wie gesagt, die 4 Booster hier von 151, die gibt es dann auch noch mit oben drauf. Jetzt wollen wir aber natürlich auch mal wissen, ob denn hier in dieser Ordnerkollektion auch ein schöner Hit dabei ist, damit wir das Ganze dann eintüten können. Ich zeige euch auch gerne dann mal, wie man das Ganze einsortiert, was da alles reinpasst. Und ich sage erstmal Elektroenergie 321. Es ist Stahl, aber Elektro habe ich genommen, weil hier meine absolute Chase-Karte in dem Set drin sein kann. Oder es ist in dem Set, aber vielleicht hier auch in dem Booster, nämlich die Zapdos-Karte als Special Illustration Rare. Wir haben Kabuto als neue Karte mit einem sehr schönen Artwork und dem Doppelkratzer. Fügt einfach mal 70 Schadenspunkte pro Kopf zu, ist aber auch ein Phase 1 Pokémon. Duflor mit der halbblühenden Energie. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um es zu entwickeln während deines Zuges, kannst du dir die obersten 3 Karten deines Decks anschauen und beliebig viele Basis-Energie-Karten, die du dort findest, beliebig an deine Pokémon anlegen. Das ist nicht so schlecht. Ich weiß aber auch nicht, wie gut Giflor ist am Ende. Diktri, das kennen wir schon. Lavados hier als Reverse. Ich glaube, die hatten wir auch schon gezogen. Natürlich, es doppelt sich dann mit der Zeit. Und jetzt haben wir die Chance auf den ersten Hit des Tages. First Pack Luck, ja oder nein? Ah, ist erstmal nur ein Dodri. Aber wie ich finde, auch mit einem coolen Artwork. Das gefällt mir. Ist ein bisschen fotorealistisch, ne? Waghalsiger Sturmangriff, 30 Schaden und fügt sich selbst 10 zu. Aber vielleicht ist ja dahinter noch was. Nee, Ex, ne Full Art, irgendwas. Hello there. Es ist ein Pangemos, eine neue Holo-Karte für uns. Mimikry-Sperre. Wenn an dieses Pokémon genauso viel Energie angelegt ist wie an das aktive Pokémon des Gegners, verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Pokémon des Gegners zugefügt wird. Und Psi-Power, da legt man 3 Schadensmarken beliebig auf die Pokémon des Gegners. Kann halt leicht gekontert werden vom Gegner, ne? Also der muss nur eine Energie weglegen, ablegen oder dazulegen und dann greift er dich trotzdem an. Aber ja, trotzdem, Pantymos hat mir noch gefehlt. Insofern schön, dass wir die Sammlung zumindest erweitern können. Denn das ist ja auch so ein bisschen mein Ziel, ja? Ein Master-Set von Pokémon 151. Habt ihr denn Chase-Karten? Wollt ihr ein Master-Set? Ist das so euer Ding? Könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und natürlich könnt ihr mich auch gerne unterstützen. In Form von einem Like hier unter diesem Video. Oder ein Abo, falls ihr neu dabei seid. Grüße, herzlich willkommen. Und ihr könnt auch Kanalmitglied werden. In jedem Falle, Unterstützung ist gern gesehen. Wir haben ja bald die 5000 geknackt. Kampfenergie, let's go. Ah, es ist Wasser. Aber ich spüre, hier ist ein Hit. Sterndu. Pummeluff, auch eine zuckersüße Karte. Glumanda ebenfalls. Habitak habe ich auch schon erwähnt, erinnert mich immer an das Tauboga aus Obsidian Flammen, da gefällt mir der Stil sehr. Oh, jetzt haben wir eine neue Trainerkarte, Greifarm. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten und du legst ein Pokémon, das du dort findest, unter sein Deck. Boah, das ist
Das ist auch böse. Ich glaube, das könnte eine gute Trainerkarte sein, wenn man vorher gesehen hat, der Gegner hat irgendein bestimmtes Pokémon aus seinem Deck rausgeholt. Kingler mit dem Hammerarm, 90 Schaden, da legt man die oberste Karte vom Deck des Gegners auf seinen Ablagestapel und Guillotine macht 220 Schaden für 4 Wasserenergien. Könnte man vielleicht sogar überlegen, zu kombinieren mit Espinodon, wo du beliebig oft Wasserenergien auf deine Pokémon verteilen kannst. Noch eine neue Trainerkarte, der Energiesticker. Wirf eine Münze, lege bei Kopf eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank an. Weiß ich nicht so richtig. Die Sicherheitsbrille, noch eine Trainerkarte, die kennen wir aber schon, habe ich auch schon als Reverse. Und dann kommt jetzt vielleicht ein Hit. Nein, aber ein sehr cooles Pokémon. Nidoking. Das gibt's ja auch als Illustration Rare. Steht auch ganz oben auf meiner Liste. Vielleicht ist es sogar eine Special Illustration Rare. Enthusiastischer König. Wenn du Nidoqueen im Spiel hast, ignoriere alle Energien in den Kosten der von diesem Pokémon eingesetzten Attacken. Sehr, sehr stark. Vor allem, weil es ja auch, glaube ich, mittlerweile Itemkarten gibt, die du hier anlegen kannst, also Ausrüstungen, die Attacken einsetzen. Das könnte sich bestimmt gut kombinieren lassen. Und giftiger Einschlag macht 190 Schaden und das aktive Pokémon des Gegners ist auch noch vergiftet. Also schon eine sehr, sehr starke Karte, wie ich finde. Könnte man mal im Auge behalten. Und ich sehe schon, ich glaube, dahinter ist nur eine Holo. Ja gut, okay, nice. Ja, da haben wir gleich zweimal Nidoking. Einmal als Reverse. Einmal als Holo-Rare. Sehr, sehr nice. Direkt perfekt fürs Master-Set. So wünscht man es sich. Aber ich finde auch, diese normale Rare-Karte sieht sehr cool aus. Da muss es nicht immer die Illustration-Rare sein, aber die steht natürlich auch noch oben auf meiner Liste. So, rein geht's hier ins vorletzte Booster. Pflanzenenergie. Und das ist natürlich Feuer. Ja, also sagt mal ruhig, habt ihr euch auch diese Ordnerbox geholt? Wie gesagt, ich persönlich finde, die ist eigentlich ein Muss. Ich finde, die lohnt sich wirklich, wirklich sehr. Boosterpreis mit reingerechnet und dann kriegt ihr echt einen tollen Ordner. Finde ich richtig klasse. Tragosso finde ich auch klasse. Mit anfeuernder Knochen. Solange sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, fügen die von deinen Knocker eingesetzten Attacken dem gegnerischen Pokémon 30 Schadenspunkte mehr zu. Und zweimal zuschlagen, da wirft man zweimal eine Münze und pro Kopf 10 Schaden obendrauf. Rattan mit dem Säurespeier, 30 Schaden und bei Kopf legt man die Energie vom gegnerischen Pokémon auf den Ablagestapel. Vulpix jetzt auch als normale Regular Common Karte, wir hatten sie bereits als Reverse. Und ein Knete-Magnetilo, wie nice! Mini-Stromstoß und große Explosion, da richtet es sich leider selber hin, aber ich liebe diese Knete-Pokémon. Sieht ein bisschen fast so aus, als wäre bei der Post, naja, es ist halt das Gelb. Nidorina mit Familientreffen und scharfe Fänge haben wir, glaube ich, schon. Radikal auch, finde ich sehr, sehr süß. Erikas Einladung, die gibt's auch als Full Art und als Special Illustration Rare, hätte ich sehr, sehr gern. Smogon ist unsere erste Reverse und jetzt... Kommt schon, Leute. Wir brauchen mal was. Wir brauchen was Leckeres, was schmeckt. Das schmeckt auf jeden Fall eine Menge mit seiner Zunge. Und es hat auch die Attacke Zungenzügel. 70 Schaden und während des nächsten Zuges des Gegners kann das verteidigende Pokémon nicht angreifen. Aber wir haben trotzdem noch die Chance auf einen Hit. Es ist Chanera als Holorare. Ah, das ist süß. Das ist zwar kein Hit im klassischen Sinne, aber ich liebe diese Karte sehr. Ich habe sie bereits als Reverse gezogen und jetzt auch als Holorare. Das ist schon ziemlich, ziemlich süß. Die mag ich wirklich, das Chanera. Das ist also eines der besten Artworks, wie ich finde, von den Nicht-Hit-Karten. Letztes Booster, gehen wir rein und an dieser Stelle nochmal Dankeschön an die Card Buddies, die hier dieses Opening möglich gemacht haben. Lasst mal liebe Grüße da. Und wir haben ja auch bald die 5000 geknackt. Vielleicht gibt es da mal wieder ein geiles kleines Giveaway für euch. Psychoenergie. Oh, wir haben wieder so eine Galaxy Foil Holo Energiekarte, diesmal Stahl. Und ich schaue die ganze Zeit zu meiner Kamera rechts, weil ich da vielleicht besser erkennen kann, ob hier ein Swirl ist. Hier können nämlich richtig geile Swirls dabei sein, aber ich finde die richtig cool. Diese Holo-Energiekarten. Das sind schon richtige Banger. Gehen wir rein in unser letztes Booster. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und ein Abo, würde ich mich sehr, sehr freuen. Goldini ist ja neu am Start mit Dreifachstoß und Wassersprühe, auch tolle Karte. Utrigaria, Zerschneider und Sprühwasser haben wir auch noch nicht gezogen. Nebula kennen wir schon.
Und Lapras ist mit dabei. Auch so eine schöne Karte. Auch wenn es nur eine Ankommen ist. Spring auf meinen Rücken, du suche dein Deck nach bis zu 2 Pokémon, zeig sie deinem Gegner, nimm sie auf die Hand. Und Aquaschneide macht 90 Schaden. So, so hübsch. Und der Radweg ist dabei. Einmal während des Zuges jedes Spielers kann jener Spieler eine Basisenergiekarte aus seiner Hand auf den Ablagestapel legen, um eine Karte zu ziehen. Oha! Das ist ja fast so eine abgespeckte Quajutsu-Form, strahlendes Quajutsu. Finde ich nicht schlecht. Kann man sich mal merken, ist nicht übel. Boah, Sichlor, auch richtig geiles Artwork. Hilfreicher Schlitzer, 20 Schaden. Da legt man eine Basispflanzenenergie aus dem Ablagestapel an ein Pokémon auf der Bank an. Kann man direkt mit dem Radweg kombinieren. Und Schwertschneide, 70, auch nice. Entoron mit der Wasserrettung. Da nimmt man 4 Pokémon aus dem Ablagestapel auf die Hand. Crazy. Und Superplatscher, 120 Schaden. Und jetzt kommt schon, Leute. Wir brauchen noch einen tollen Hit. Es ist aber erstmal nur Tentoxa mit der Giftpeitsche, 30 Schaden. Und das gegnerische Pokémon ist vergiftet. Tentakelpanik, 90 pro Kopf. Und man wirft so lange eine Münze, bis sie Zahl zeigt. Und wenn der erste Münzwurf Zahl zeigt, dann ist das aktive Pokémon des Gegners immerhin verwirrt. Aber ich möchte noch einen Hit sehen. Komm schon, Last Pack, Luck! Nope. Schade, nur Machomai als Holo haben wir zum Glück noch nicht, deswegen ist es nur halb so schlimm. Adrenalin, wenn dieses Pokémon durch Schaden einer Attacke kampfunfähig würde, wirf eine Münze. Bei Kopf wird das Pokémon nicht kampfunfähig, sondern hat dann noch 10 KP. Und Bergspalter macht 100 Schaden und man legt die obersten 2 Karten des gegnerischen Decks auf den Ablagestapel. Coole Karte, sieht nice aus, genauso wie Macholo und Machok. Mag ich sehr. Leider kein Hit jetzt hier dabei gewesen, aber immerhin eine schöne Holofoil-Karte. Und wie gesagt, wir haben ja hier auch diesen Top-Ordner. Schreibt mir mal, holt ihr ihn euch? Für mich ist es eigentlich ein Muss für diese Erweiterung. Ich packe hier mein Master-Set rein und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin, euer Giga Grevy von Gigalabastia. Ciao, ciao.